Heute möchten wir euch mal die Sicherheitsabstützung im Praxistest zeigen. Was auch sehr wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel einen Kaffee trinken wollt, dass ihr nicht ständig balancieren müsst. Wenn ihr dann an den Tisch gefahren seid und die Sicherheitsabstützung ausgefahren ist, habt ihr wirklich einen sehr sicheren Stand. Ihr könnt drauf rumwippen, er tut nicht nach vorne oder nach hinten fahren. Oh, guten Tag, guter Kaffee bekomme ich. Dankeschön. Dankeschön. Okay, vielen Dank. Kannst du dich ruhig hinsetzen. Also wir können jetzt hier auch sehen, ich kann in Ruhe Kaffee trinken mit einer netten jungen Dame. Gell? Also wir prosten an, das machen wir normal nicht, das machen wir mit anderen Getränken. Aber wir können wirklich drauf in Ruhe hocken, ihr braucht nicht mehr balancieren. Er steht sehr sicher, ist auch ein Vorteil. Gerade wenn man mal in einem Kaffee eine längere Pause macht, dass man nicht ständig balancieren muss. Der Vorteil ist auch, ihr könnt euch wirklich jetzt mal nach vorne lehnen, ganz weit. Ja? Eure Tasse holen, ohne dass der jetzt vorfährt oder zurückfährt, ist auch ganz toll. Ihr könnt euch wirklich weit nach hinten lehnen. Er steht wirklich sehr sicher. Könnt dann wirklich auch mal eine Pause einlegen und die Ruhe genießen. Dann noch die Sicherheitsabstützung im Notfall. Es könnte euch auch passieren, dass ihr euch mal verschätzt mit dem Akku und der Akku wäre leer. Dann habt ihr 10 Sekunden Zeit zum Absteigen, da das viele aber nicht können. Ist es so, ihr habt hier den Hebel, den ich in locker einer Sekunde gezogen habe. Ihr könnt dann weder nach vorne oder nach hinten kippen. Euer behindert-barrierefrei-Team Olli und Willi.